Hi, ich bin Rebecca, 32 Jahre alt, habe BWL studiert, 7 Jahre in der Wirtschaft gearbeitet und kandidiere jetzt für NRW für den Bundestag. Hi, ich bin Daniel, 35, Vertriebsleiter und von Ausbildung her Wirtschaftsingenieur. Ich arbeite in einem deutschen Familienunternehmen im Bereich der Energieübertragung und möchte für euch in den Bundestag. So, dann stelle ich dir mal ein paar Fragen. Beantworte diese Frage. In welcher Hinsicht bist du immer noch wie ein Kind? Schlafen zu gehen. Ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich schlafen gehe, dann verpasse ich irgendwas. Deswegen gehe ich eigentlich erst schlafen, wenn wirklich nichts mehr geht. Wer hat das gesagt und was denkst du drüber? Eines der großen Probleme unserer Zeit ist, dass wir von Menschen regiert werden, denen Gefühle wichtiger sind als Gedanken und Ideen. Also ich glaube schon, dass Gefühle mega wichtig sind. Aber sie sollten natürlich nicht im Vordergrund stehen. Ne? Also ich meine, wir stehen ja auch für evidenzbasiert. Wir gucken uns an, was sagt die Wissenschaft. Und klar, ich glaube, man muss sich diesen menschlichen Faktor immer bewahren. Also ich glaube, es ist schwierig, oder das sehe ich bei vielen Politikerinnen, dass sie im Zweifelsfall sehr abgehoben wirken und überhaupt nicht mehr nahbar. Und ne, es fehlt so ein bisschen das Gefühl für, was will eigentlich die Bevölkerung. Deswegen, ich glaube, es ist ein Mix notwendig. Entweder oder. Party oder chillen. Gerade auf jeden Fall Party. Richtig Lust auf Party machen, aber ist auch einfach viel zu viel chillen momentan. Ja. Entweder oder. Netflix oder YouTube? Oh, also normalerweise hätte ich jetzt gesagt Netflix, weil ich echt viel genetflixt habe. Ich habe aber tatsächlich meinen Account vor, ich glaube, einer Woche gekündigt, um mehr YouTube zu gucken und vor allen Dingen mehr einfach sowas reinkommt, weil ich tatsächlich sonst also einfach so viel mit Volt zu tun habe und so viel arbeite, dass ich bestimmte Sachen nicht mitbekomme. Und ja, geht halt nicht mehr. So. Entweder oder. Doppelpunkt oder Sternchen beim Gendern. Bis wir irgendwas anderes gefunden haben, finde ich den Stern definitiv am besten. Warum? Weil der stärker auffällt. Ja. Das heißt, du siehst tatsächlich, da hängt noch was dran. Beim Doppelpunkt, den übersiehst du leicht. Und dann wenn du das als ein Wort liest, dann finde ich das etwas schwieriger. Insofern, aber insgesamt finde ich, ist das nur eine Übergangslösung generell. Auf jeden Fall, dass wir die Transformation jetzt wirklich angehen müssen. Wir sind schon viel zu spät eigentlich, weil wir viel zu lange daran festgehalten haben, eben noch alte Technologie, die nicht zukunftsfähig ist, zu subventionieren. Das heißt, damit haben wir nicht nur Innovation nicht gefördert in dem Bereich, sondern sie tatsächlich auch verhindert, weil das direkt in Konkurrenz zu den neuen Technologien steht. Mhm. Und da müssen wir definitiv dran arbeiten, dass wir da mehr reinbringen und auch die Mittel, die am Markt verfügbar sind, in diese Richtung leiten können. Also für mich ist da ein ganz konkretes Thema, wie schaffen wir es, einerseits die Wohnungsnot, die wir gerade in den großen Städten haben und gerade sozial bezahlbarer Wohnraum, den zu schaffen, übereinzubringen mit nachhaltigem Bauen und nachhaltigem Wohnen. Und diese beiden Zielkonflikte übereinander zu bringen. Ne? Einmal zu sagen, okay, wir müssen eigentlich die Sanierungsquote massiv erhöhen, damit wir da schneller werden. Wir müssen das Thema Digitalisierung viel stärker im Bausektor verwenden. Das heißt, eine digitale Bauakte mit reinbringen. Und zusätzlich eben gucken, dass wir in die Höhe bauen und vor allen Dingen genossenschaftliches Bauen fördern. Das heißt, den sozialen Wohnungsraum stärker fördern. Themen, die mir noch direkt einfallen, Verkehrswende, ne? Infrastrukturprojekte stärker ausbauen, Energiewende natürlich auch mit reinzunehmen. Der Großteil der Klimagase, die entstehen in der Industrie und durch den Energiebedarf. Das heißt, das ist da, wo wir den großen Hebel wirklich haben. Und da sind ja auch schon die richtigen Ansätze da, man muss es aber jetzt konsequent umsetzen. Ja? Und das heißt auch das Thema Kohleausstieg, wie lange das gezogen worden ist und so weiter, da müssen wir definitiv schneller sein. Du hast die andere Säule schon angesprochen, auch mit Verkehr. Mhm. Wir haben da verschiedene Aspekte vom Verkehr. Wo siehst du da den größten Punkt, den wir angehen müssen? Die Bahn ausbauen, ganz klar. Ne? Und ich glaube insbesondere den Umweltverbund, das heißt viel stärker auf Fuß, ÖPNV, Radverkehr setzen, um eben aus dem motorisierten Individualverkehr rauszukommen. Das aber eben über Anreize und weniger über Verbote. Und ich glaube, ein Punkt, der natürlich auch noch mit ganz massiv reinspielt, wie schaffen wir es, das Ganze viel ganzheitlicher zu betrachten? Also Unternehmertum, Innovation, Digitalisierung dafür zu nutzen, dass wir die Klimaneutralität erreichen. Güterverkehr ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Komponente dabei. Und da haben wir ja auch die Überlegung jetzt, wie man mehr auf die Schiene bekommt. Das muss, glaube ich, das größte Ziel sein. Absolut. Eben wirklich die langen Strecken und richtig Gewicht zu transportieren. Da gibt es nichts Besseres heute als die Schiene dafür, um das klimaneutral zu gewährleisten. Gerade auch eben mit der grünen Energie dann bei der Bahn. Und wenn man eben jetzt auf der Straße sein muss,
dann eben durch Elektrifizierung. Wenn ihr noch mehr Kandidierende von uns kennenlernen wollt, dann guckt doch einfach ins nächste Video rein oder schaut euch unser Wahlprogramm auf unserer Website an.